aber da. Ja, hier hört man ihn wirklich klar und deutlich. Dieser Gang führt nach draußen. Also dann, du gehst zuerst. Ein Zahn von unserem Seeungeheuer. Vom Seeungeheuer? Das wohnt also wirklich hier in der Höhle? Das war nur ein Scherz. Willst du es haben? Das nennt man ein Fossil. Oh, danke schön. Es sieht hübsch aus. War wirklich mal ein Ungeheuer? Na klar, aber als dein Großvater vorbeikam, hat es solch Angst gekriegt, dass es für immer geflüchtet ist. Ich bin so froh und ich hoffe, sie werden deinen Schatz nie finden. Eigentlich geht es ja nicht nur um den Schatz, sondern auch um den Ort, wo er versteckt ist. Willst du mich begleiten? Wirklich? Wir sind doch Freunde und die haben keine Geheimnisse. Ich würde gern ihre Gesichter sehen, wenn sie merken, dass wir schon längst weg sind. Hm? Oh. Ah! Was fällt dir ein, mich so zu erschrecken? Worauf wartet ihr denn hier? Na, was glaubst du denn? Peter und Heidi sind immer noch in der Höhle. Aber das kann überhaupt nicht sein. Ach, und wieso nicht? Sie sind auf dem Weg zu Peters Versteck. Ich habe sie eben unten am Fluss gesehen. Sie sind also gar nicht mehr da drin? Sie wollen zu Peters Versteck und du folgst ihnen nicht? Nein, das ging nicht. Ich wollte euch erst etwas sagen. Und was wäre das? Na, dass Peter seinen Schatz ganz woanders versteckt hat.